Vor rund einem Monat, am 13. Februar, fand die Vorausscheidung des Gogo-Contest 1998 statt. Dabei wurden aus über 100 Newcomer-Gogos 12 Finalisten ermittelt, die heute ihr Talent beweisen mussten. Doch bevor im Schlachthof so richtig die Sau rausgelassen wurde, stellt sich das Frischfleisch erst einmal vor. So, ich bin Javid. Ich bin der Michael. Sabrina. Christine Anthony. Ich bin Maike. Ja, ich heiße Alana. Steffi. Mein Name ist Darius. Ich heiße Birkan Yilmaz. Ich bin Samantha. Julia Lietz. Ich bin Sonja Sonnenschein. Macht ihr das auch richtig professionell oder macht ihr das zum ersten Mal? Tanzen Sie uns auch auf der Bühne? Nein, just for fun. Ich habe nur einmal vorgetanzt und ja, das war's. Und bei dir? Auch nicht. Also ich wurde schon mal angesprochen von der Agentur, ob ich das nicht machen will, aber keine Zeit und kein Interesse auch war. Und bei dir auch? Nee, ich tanze nur als Disco manchmal so ein bisschen auffällig, aber sonst habe ich das auch noch nie gemacht als Gogo-Tänzerin. Will ich auch gar nicht, ist mir viel zu aufwendig alles. Machst du das professionell? Nee, einfach nur so habe ich heute mitgemacht, weil mir Spaß bringt, aber nee, keine Zeit, dann ist das viel zu anstrengend für mich. Ob Profi oder Amateur, so langsam wurde es ernst, denn auch die prominente 12-köpfige Jury hatte sich inzwischen auf der Bühne eingefunden, um mit kritischem Auge den ersten Durchgang zu bewerten. Ja, ich dachte ja eigentlich, dass die Klamotte, also das Styling, die Ausstrahlung und der Tanz, dass das alles so eine Einheit bildet. Bloß die haben ja alle das Gleiche an. Also fällt das schon mal weg. Und natürlich klar, wie sie sich bewegen. Ich habe selber lange Zeit getanzt irgendwie und da denke ich, und bei Gesicht 97 habe ich auch in der Jury gesessen, also so wie Aussehen oder so, das kann ich dann auch beurteilen. Während der Pause hörten wir uns um, was das Publikum an einem Gogo-Wettstreit so reizvoll findet. Dass man die Leute mal vorher, bevor die überhaupt einmal auftreten, mal zu sehen, ob die wirklich auch tanzen können. Ich weiß nicht, wir sind gerade eben gekommen, ja. Ich finde alles toll. Die Leute sind hier toll, die Tänzer sind toll. Es ist super. Super organisiert, ist nicht zu langweilig, macht Spaß. Meine Freundin tanzt hier? Nicht so, was man sich so vorgestellt hat irgendwie. Was hattest du dir denn vorgestellt? Ja, ein paar geilere Männer. Ja, also auf jeden Fall schon mal das Äußere ist ganz klar, dass sie halt ihr alles tun, um den Leuten zu gefallen, dass sie also richtig Gas geben, tänzerische, ihre Ausstrahlung und natürlich auch das Ganze vom Kostüm her. So, ich bin Samantha und Darius und jetzt Platz kämpfen. Ja, raus mit euch auf die Bühne! Nach den ersten beiden schweißtreibenden Runden waren schließlich nur noch zwei Anwärter auf den Titel übrig. Darius und Samantha tanzten, angefeuert von Publikum und Freunden, um den ersten Platz. Doch die Entscheidung, wer nun das Nachwuchs-Gogo wird, fiel nicht nur der Jury schwer. Gab es letztendlich nicht nur ein Gogo des Jahres 1998, sondern zwei.